Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei Quantisana TV. Ich bin Midia, eure Moderatorin, und heute mit mir in der Moderation der Nikolaus. Auch von mir herzlich willkommen. Ich sehe heute ein bisschen komisch aus. Ich hoffe, dass Sie nicht denken, dass ich krank bin, weil ich fühle mich so gut wie noch nie. Und wenn Sie das Gerät sehen, was vor mir steht, dann sehen Sie auch, das sieht nicht krank aus, sondern das sieht richtig nach Trendsetting aus. Und genau das ist heute unser Thema. Wir haben heute als Gäste hier im Studio Alexander Glock und Dr. Manfred Döb. Herzlich willkommen. Danke. Unser heutiges Thema hängt mit dem kleinsten Luftkurort der Schweiz zusammen, der jetzt in der Presse auch berichtet wurde, dass der eröffnet wurde. Und dieser Luftkurort hängt mal wieder mit diesem wunderschönen Gerät zusammen. Könntet ihr vielleicht kurz erzählen, was es damit auf sich hat? Ja, gerne. Also nachdem wir ja herausgefunden haben, wie wichtig und wie wertvoll es ist, Sauerstoff zu atmen in seiner energetisierten Form, sprich in einem singuletten Zustand, das in Kombination natürlich mit sauberem Wasser sich praktisch alle Krankheiten hervorragend behandeln lassen, haben wir uns entschieden, nun auch Luftkurorte zu bauen in der ganzen Schweiz. Also nicht nur Trinkwassertankstellen, wo heute schon über 200 in der ganzen Schweiz sich gemeinnützig in einer Volksbewegung zur Verfügung gestellt haben, Wasser zu schenken, sondern jetzt auch Atemtankstellen zu etablieren. Und wir wollten da vorangehen und haben im Schloss im Wattensee nun einen Luftkurort aufgebaut. Das den kleinsten Luftkurort der kleinsten, Schweiz. Ja, ist auch ein netter Name, aber eigentlich ist es ja nicht unser Raum gedacht als der kleinste Luftkurort der Schweiz, sondern jeder Mensch, der sein Gerät hat, hat den kleinsten Luftkurort zu Hause. Es war also mehr eine Marketingidee. Die Presse hat das wunderbar aufgenommen und sogar das Gesundheitsdepartement, das uns ja auch überwacht, hat diese Idee hervorragend gefunden, weil es um Prävention geht. Wir wollen Menschen dazu bringen, regelmäßig zu diesen Atemtankstellen hinzugehen, zu atmen und diese erhöhte ATP-Produktion, die ja dann stattfindet innerhalb des Körpers, dazu nutzen, diese oxidativen Stressfelder, die auf einen einwirken heutzutage, über schlechte Nahrung, schlechtes Wasser, kaum mehr Vitaminen, psychischer Druck, physischer Druck, Partnerschaftsproblematik etc. Alles reißt an uns, oder? Aber mit mehr Energie sind wir auch in der Lage, diese Stressfelder besser in den Griff zu kriegen. So, das ist der Ansatz des kleinsten Luftkurortes der Schweiz, jetzt im Schloss Wattensee. 4 Anlagen, 4 Menschen dürfen gleichzeitig hinsetzen, ja, Massagestühlen, sich Gutes tun lassen. Ja, ich durfte es schon testen. Ich bin fast eingeschlafen. Es war so tiefenentspannt. Und man kriegt ja dann sogar auch noch über die Ohren auch noch die gleiche Dosis, die ich jetzt gerade auch atme. Richtig? So ist es. Ja, wir hatten gestern eine Patientin oben, die haben wir ganz vergessen. Die ist nach 2 Stunden wieder aufgewacht. Ich hoffe, sie hatte keine Termine. Sie war total glücklich. Sie war total in der Kur. Ja, genau. Jetzt, Manfred, wie funktioniert denn jetzt dieses Gerät? Was ist da dran so besonders? Also ich atme das jetzt die ganze Zeit, ich genieße es auch, ich bin irgendwie so ein bisschen fideler, also die Media kam noch gar nicht zu Wort, weil ich so on power bin. Wie funktioniert das Ganze? Ja, das ist natürlich eine Erfindung, die zurückgeht auf die Zeit nach Tschernobyl in Russland, aber dann von einigen Deutschen übernommen wurde. Denn es ging darum, dass man zur Erkenntnis gekommen war, dass es beim Sauerstoff nicht auf die Menge ankommt, nicht auf die Erhöhung der Konzentration, sondern dass es darauf ankommt, ihn so anzubieten, dass der Körper ihn auch verwenden und utilisieren kann, wie man so schön sagt. Denn wir alle leben ja von den 20% Sauerstoff in der Luft, aber die 80% Stickstoff sind ja nicht aus Jux in der Luft. Das heißt, hier mit diesem Gerät wird nicht wie bei einer Sauerstofftherapie der Gehalt in der Luft, der Prozentsatz angehoben, sondern er bleibt gleich, aber die Qualität wird so hochgeschraubt, dass unser Körper mehr davon behalten will. Ist das richtig? Das ist richtig, ja, genau. Und dazu dient hier eine Elektronik, einiges, was den Sauerstoff bearbeitet. Nämlich wie bearbeitet? Der Sauerstoff wird angeregt in einen Zustand, in dem er nicht mehr träge ist, sondern aktiv, aktiviert. Erregt, kann man auch sagen. Dann hüpfen die Elektronen wieder herunter
und die dabei frei werdende Energie wird übertragen auf dieses Wasser hier. Das heißt, es entstehen aktive Sauerstoffbrücken, die die Singulett-Sauerstoffenergie aufnehmen und über den Schlauch und die Nase, die Lunge, das Blut in alle Körperzellen transportieren. Und über die genaue Funktionsweise von dem Energy-Gerät haben wir auch ein kleines Video dazu vorbereitet. In der Natur haben wir es häufig mit photosensiblen Substanzen oder Katalysatoren zu tun, die chemische Reaktionen erst ermöglichen. So ein Katalysator ist zum Beispiel das Chlorophyll, der grüne Farbstoff der Pflanzen. Die Aktivierung des Chlorophylls durch Sonnenlicht ermöglicht die Photosynthese der Pflanzen. Dieser natürliche Prozess war das Vorbild zur Entwicklung unserer Geräte. Räumlich durch eine Glasscheibe getrennt befinden sich in der Aktivierungseinheit im unteren Teil Katalysatoren und Sauerstoff. Erst die Anregung der Katalysatoren durch Licht mit einer speziellen Wellenlänge führt dazu, dass der nicht reaktionsfreudige Sauerstoff in seinen reaktionsfreudigen Singulett-Zustand angeregt wird. In Bruchteilen einer Sekunde fällt der reaktionsfreudige Singulett-Sauerstoff wieder in seinen Grundzustand zurück und gibt dabei Energie ab. Diese frei werdende Energie in Form von Photonen gelangt in die benachbarte Kammer und wird dort von den Wassermolekülen der Luftfeuchtigkeit über die Atemnasenbrille in den Körper transportiert. Messbar im Körper mittels EKG-Messtechnik ist eine unmittelbar bessere Regulationsfähigkeit des vegetativen Nervensystems, der obersten Steuer- und Regelzentrale. So, jetzt haben wir grob gehört, was dieses Energy-Gerät bewirken kann. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich es zu 100% verstanden habe. Manfred, kannst du noch mal in der Tiefe erklären, welche Symptome bekämpft das Energy-Gerät? Wo genau muss man da ansetzen? Ja, wir haben ja ein bekanntes Phänomen in der Natur, das nennt sich Photosynthese. Mhm. Alle Pflanzen tun dies und machen aus Kohlendioxid, Licht und Wasser Sauerstoff. Aber der Sauerstoff ist träge und der Körper kann aber nur vom aktiven Sauerstoff leben. Und den braucht er aber nun mal wie das tägliche Brot. Der Mensch ist eine Oxidationsmaschine. Man kann auch übertrieben sagen, in allen Körperzellen, in den Mitochondrien, die die gesamte Energieproduktion leisten, findet eine verzögerte, kontrollierte Knallgasexplosion statt. Mhm. Denn damit entsteht eine Unmenge an Energie, die weitaus effektiver ist, diese Methode, als die vorher übliche Milchsäurevergärung, die die Krebse ja immer noch beinhalten. Die Photosynthese findet hier statt in dieser Elektronik. Der dabei entstandene aktivierte und energetisierte Sauerstoff muss jetzt aber der Zelle zugeführt werden. Und das war die wichtige Erfindung der Erfinder dieser Methode, dass man dies über Wassertröpfchen macht, die wir einatmen, die er im Moment auch einatmet. Ja, die Luft, fühlt sich gut an. Die Luft, die er einatmet, ist mit winzigen Wasserstofftröpfchen gefüllt. Und die transportieren die bei der Photosynthese entstandene Sauerstoffenergie in den Körper. Mhm. Und von der Lunge, wie gesagt, in jede Zelle. Mhm. Und die wichtigste Krankheit unserer Zeit und noch mehr der Zukunft, prophezeie ich, ist die Krankheit der Mitochondrien. Die Mitochondriopathie. Die bildet die biochemische Basis für viele andere Krankheiten, die wir dann beschreibend diagnostizieren, also Krebs, Rheuma, Alzheimer, Burnout, Depressionen. Alle großen, schwereren Volkskrankheiten haben als Grundlage die Mitochondriopathie. Und die behandeln wir hiermit. Das heißt, die autoaggressive Mitochondriopathie mit nachfolgender polyglandulärer Insuffizienz, so lautet die Totaldiagnose,
behandeln wir idealerweise hiermit. Also was genau in diesem Gerät passiert, das veranschaulichen wir euch jetzt noch in einem kleinen Video. Nichts braucht der Mensch so sehr wie Luft zum Atmen. Mehr als 24.000 Mal pro Tag atmet er ein und aus. Merkwürdig, dass man so selten über die Atemluft, den unbewussten Vorgang des Atmens, nachdenkt und forscht. Betrachten wir eine Zelle im Laufe eines menschlichen Lebens, so stellen wir fest, dass durch Krankheiten, Stress und mit zunehmendem Alter die Umsetzung des Sauerstoffs in Energie immer schwächer wird und somit immer weiter von der Ideallinie abweicht. Das hat negative Konsequenzen für den ganzen Körper. Den Organen und Zellen fehlt die volle Energie. Unser Stoffwechsel läuft immer mehr auf Sparflamme. Als Folge bilden sich vermehrt aggressive Stoffe, sogenannte freie Radikale. Und der Alterungsprozess wird beschleunigt. Die Zuführung von mehr Luft kann hier nicht helfen. Aber wir können von der Natur lernen. Hier wird der Sauerstoff biophysikalisch aktiviert. Ähnlich der Photosynthese bei Pflanzen. Die Aktivierung der Luft bedeutet Qualität statt Quantität und schafft die Voraussetzung für einen sauberen Verbrennungsprozess. Der Energiehaushalt des Körpers wird nun deutlich verbessert, regt den Stoffwechsel an und aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers. Jetzt haben wir zwei Videos zu dem Thema Airnergy gesehen und eine spezifische Zusammenfassung bekommen, was Airnergy ist. Kannst du nochmal, Alexander, kompakt zusammenfassen, warum braucht Airnergy jeder Mensch? Ja, ich versuche das ein bisschen zu erklären. Es ist nicht so, dass irgendein Arzt oder irgendein Therapeut einen Patienten heilt. Es ist ja immer so, dass der Patient, der Mensch, sich selber heilt. Die Basis, um sich selber zu heilen oder zu regenerieren oder auch in der Prävention zu agieren, ist ja immer Energie. Hat er keine Energie, kann er ja nichts tun. Wenn ein Mensch krank ist und keine Energie hat, woher soll er sich heilen? Also ist eigentlich die Basis immer Energie. So, und wir haben herausgefunden, dass wir eine erhöhte Energieproduktion, eine erhöhte ATP-Produktion machen können durch die Zuführung von Sauerstoff in seiner speziellen Art und Weise, zusammen natürlich mit einem negativ geladenen Wasserstoff. Jetzt kommen wir wieder in die Biochemie. Da vielleicht, liebe Zuschauer, wer das interessiert, darf uns jederzeit gerne ein E-Mail schreiben und wir schicken euch einen Flyer über die biochemische Zusammensetzung, wie diese sogenannte Knallgasexplosion, wo unser Arzt bereits erläutert hat, funktioniert. Einfach ein E-Mail an die Redaktion @quantisana.tv und wir schicken euch das zu. Ja, also Basis ist immer Sauerstoff mit Wasserstoff. Aber die Bedeutung von Sauerstoff ist eigentlich bisher kaum richtig zur Sprache gekommen. Und das möchte ich doch jetzt auch noch mal schnell meinen lieben Freund Manfred Döpp bitten, hier nochmals einzuhaken. Ja, also der Mensch kann 4 Wochen ohne Nahrung leben. Durchaus, tun ja die Fastenden. Der Mensch kann 3 Tage lang ohne Wasser zu trinken leben. Aber nur etwa 2 Minuten, bei Tauchern vielleicht 5 Minuten, ohne Sauerstoff. Das heißt, Sauerstoff ist das Essentielle, das uns die Energie zuführt. Der Mensch kann, in China wurde das experimentiert, mit einer Handvoll Reis pro Tag leben. Davon kann er aber keine Leistung bringen. Der Mensch bringt die Leistung nur zu einem Bruchteil aus den Kalorien, die er zu sich nimmt, sondern zum großen Teil aus der kosmischen Einstrahlung, der Sonneneinstrahlung und dem Sauerstoff. Und das zeigt die eminente Bedeutung, die dieser Sauerstoff hat. Und es ist die Basis für alles, was im Körper passiert. Wasserstoff und Sauerstoff gehen zusammen. Wasserstoff und Sauerstoff zusammen und werden zu Wasser und dabei entsteht eine große Menge Energie, leider auch einige freie Radikale, die wir dann aber hiermit auch mitbearbeiten können, zusammen mit Antioxidantien. Viele Menschen schlucken ja schon sinnvollerweise Antioxidantien, um die bei der Knallgasexplosion
entstehenden freien Radikale zu neutralisieren. Das ist auch in unserem Konzept mit drin. Hm. Aber dies hier ist die Basis für alles. Das heißt auch, ich habe jetzt ein paar Erfahrungen, weil ich habe das jetzt schon relativ oft testen dürfen. Es gibt ja auch das Transportgerät, wo ein Akku mit dabei ist, was man im Auto stehen haben kann. Da bin ich auch sehr begeistert davon, weil man kann einfach, jetzt arbeite ich gerade und während dem Arbeiten kann ich trotzdem Energy atmen. Also liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn Sie mal im Büro sitzen oder am Arbeiten sind oder im Fernsehsender, können Sie auch einfach während der Arbeit atmen. Aber es gibt ja auch fürs Auto das Transportgerät mit Akku. Und mein Kollege ist in der Früh um 5 gestartet zu uns in die Arbeit und hat danach gesagt, boah, er hat im Auto geatmet und er braucht an dem Morgen keinen Kaffee, weil er sich so fit gefühlt hat. Das heißt, es kann auch oder hat die Ursache dann auch mit dem Atmen. Die meisten Menschen atmen ja zu flach, das stellen wir auch immer wieder fest. Das Zwerchfell wird kaum noch benutzt, sondern wenn, dann oberflächlich Lungenatmung. Völlig falsch. Mhm. Dann stellen wir fest, nachts immer mehr das nächtliche Aussetzen der Atmung. 1, 2, 3 Minuten wird nicht mehr geatmet. Das Schnarchen ist ähnlich schädlich nachts. Das heißt, wir kommen immer mehr in einen latenten bis massiven Sauerstoffmangel hinein. Ich könnte gerade wetten, dass jeder Zuschauer gerade ganz tief atmet und ich sogar mitgerät. Haben wir auch andere Referenzen? Ich meine, ich habe jetzt meine Erfahrungen oder eine Erfahrung einfach jetzt mal preisgegeben. Gibt es auch Referenzen von vielleicht berühmten Menschen oder von wirklich bekannten Menschen, dass sie auch Energy verwenden und was ihre Erfahrungen sind? Ja, also das Gerät ist ja nicht neu. Hä? Mhm. Es ist schon 16 Jahre auf dem Markt und es gibt ja über 30.000 Geräte, die schon installiert sind und die Hälfte sogar bei Ärzten und Kliniken. Der Weg der Firma war schon auch, prominente Menschen anzulocken und es zu zeigen und zu erklären. Herbert Grönemeyer ist ein bekannter Energetiker und deswegen werden wir uns von ihm ein Zitat anhören. Ich bin bekennender Energetiker. Energy gehört für mich seit einigen Jahren zum täglichen Leben wie das Zähneputzen oder das Duschen. Energy hat die paradoxe Qualität. Es belebt und es beruhigt gleichzeitig. Es ist ein wirklich anregendes Gerät, das ich nicht mehr missen will. Ich bin bekennender Energetiker. Herbert Grönemeyer. Jetzt stellt sich für mich natürlich die berechtigte Frage, wir atmen doch schon immer, unsere Vorfahren haben auch schon immer geatmet und wir tun es immer noch. Warum ist jetzt genau zu dieser Zeit es wichtig, vielleicht für jeden Menschen auch mit so einem Gerät zu arbeiten und nicht mehr nur die normale Luft zu nehmen? Was ist jetzt das Große, was sich verändert hat? Ja, die Luft ist ja heutzutage alles andere als sauber. Allenfalls noch, wenn ich im Wald spazieren gehe, mag sein. Aber im Übrigen haben wir Feinstaub, wir haben Schimmelpilze, wir haben verschiedene andere Stäube, wir haben sogar Asbest, wir haben eine Vielzahl von Verschmutzungen der Luft, von Chemtrails will ich jetzt gar nicht sprechen. Das heißt, dass die Lunge von uns heutzutage sowieso überbelastet ist. Wenn man einmal den Aspergillus-Pilz, der zuhauf in der Luft sich befindet, in der Lunge hat, den wird man so leicht nicht mehr los. Deshalb empfehlen wir auch ein Luftreinigungsgerät mit diesem Sauerstoffinhalationsgerät zu kombinieren, damit man gute Luft aktiviert, guten Sauerstoff aktiviert. Wir haben aber immer noch 20% in der Luft, hat sich noch nicht wesentlich verändert. Wenn wir ausatmen, sind es 16. Wir verwerten 4%. Diese 4% sind nicht viel. Und die Schulmedizin hat daraus den Schluss gezogen, wir müssen den Sauerstoffgehalt bei der Beatmung auf 80-100% erhöhen. Das ist gefährlich. Denn wenn man Frühgeborene mit so viel Sauerstoff beatmet, bekommen sie eine Lungenfibrose. Sauerstoff ist ja auch radikal, er kann radikal sein. Das heißt, die Menge des Sauerstoffs nützt uns gar nichts, sondern wir brauchen den qualitativ besten, sauberen, aktivierten Sauerstoff. Das ist also der große Unterschied wirklich zu jeder anderen Sauerstofftherapie. Wir fügen nicht Unmengen von Sauerstoff
rein in die Luft, sondern es wirklich, wird wirklich derselbe Prozentsatz behalten und nur so qualitativ hochwertig, dass unser Körper das aufsaugt wie sonst was. Es ist ja nachgewiesen, dass 1% mehr bei jedem Atemzug drinnen bleibt vom Sauerstoff. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also nicht sech, ja. Und die COPD als eine der weiteren modernen Krankheiten nimmt ja auch andauernd zu, die chronisch obstruktive pulmonare Disease. Die Patienten laufen dann oft mit einer Sauerstoffflasche durch die Gegend. Mhm. Sie fühlen sich dadurch etwas besser, aber es ist keine Therapie, die mit dieser hier vergleichbar wäre. Also man hat auch keine Nebenwirkungen, man kann es auch nicht überdosieren. Nein. Ja, es ist eigentlich eine Hausapotheke für jedermann Im zu Hause, Prinzip richtig? Kann ja. man dieses hier 24 Stunden benutzen. Man wird keine Nebenwirkungen haben. Mhm. Man fühlt sich einerseits stärker, andererseits aber auch ruhiger. Der Stress lässt auch nach, zum Glück. Also was ich von dir immer wieder höre, ist, bei chronischen Krankheiten und schwerkranken Patienten empfiehlst du sie generell mehr zu atmen und bei gesunden Menschen halt einfach mal einmal am Tag am liebsten. Ja, ja, wir wissen, dass einmal alle 5 Tage bei einem Gesunden schon ausreichend sind. Aber je mehr ich chronisch krank bin, umso wichtiger ist es, es täglich zu tun. Vielleicht sogar 2 oder 3 Mal täglich. Mhm. Manfred, du hast gerade von der COPD gesprochen. Was gibt es denn sonst noch konkret für Krankheiten, bei denen man Energy verwenden kann? Ja, im Prinzip natürlich alle. Hatte ich ja schon erwähnt. Mhm, Alzheimer, ja. Krebs, Asthma, die verschiedenen Asthmatypen, Allergietendenz. Immer dann, wenn der Körper mit seinem Energiedefizit nicht mehr klarkommt. Also man müsste eher umgekehrt fragen, gibt es eine Krankheit, bei der man es nicht einsetzen sollte? Gibt es die? Da fällt mir nur die Überfunktion der Schilddrüse ein. Mhm. Aber sonst eigentlich gar keine. Mhm. Es ist ja auch logisch, unser Körper besteht nur aus Zellen. Jede Zelle produziert ATP, also Energie. Und für diese Produktion braucht jede Zelle guten Sauerstoff. Ja. Und dann hat sie mehr Energie, um sich selber heilen zu können. Es gibt noch den anderen Aspekt. Jede Krankheit kommt aus einem Mangel. Und um einen Mangel wieder ins Lot zu bringen, brauche ich Energie. Mhm. Also ist schon die absolut beste Prävention, sich über genügend Energiereserven zur Verfügung, um die Krankheit überhaupt nicht entstehen zu lassen. Also präventiv wäre das natürlich schon die Königsklasse. Ja. Ja, also wenn ich über 60 wäre, was natürlich nicht der Fall ist, dann würde ich mir wirklich so ein Gerät kaufen oder mieten und es täglich einsetzen, weil ich wüsste, die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, senke ich damit erheblich ab. Das ist ein interessanter Punkt. Jetzt, wenn ich jetzt so wie der Nico, ich bin heute ganz neidisch auf ihn, dass er das in der Sendung testen darf, wenn ich jetzt so wie er das Gerät einmal testen möchte oder auch kaufen möchte, wie genau funktioniert denn das, Alexander? Also wir haben jetzt schon zu jedem Zeitpunkt, heute ist Aufzeichnung, November 2016, es gibt ja Wiederholungen, dann sage ich das Datum, bereits 40 Atemtankstellen in der ganzen Schweiz. Also der Zuschauer darf sehr gerne zu einer dieser Atemtankstellen gehen, auf unsere Homepage www.quantisana.ch, Schweizer Kreuz klicken, seine Postleitzahl eingeben und dann kommt sofort die Atemtankstelle in seine nächsten Umgebung. Mhm. Da kann er hin oder selbstverständlich auch zu uns ins Schloss, in den kleinsten Luftkurort von dem der wir schon Schweiz gesprochen haben, und das ja? mal da besichtigen, anschauen, sich erklären lassen. Es sind immer geschulte Mediziner da, die das dann kurz erklären und man kann für wenig Geld einfach mal eine halbe Stunde atmen. Das ist der erste Schritt. Mhm. Und wenn er sieht, wie gut das es ihm tut, wie diese erhöhte ATP-Produktion seinem Körper zu mehr Stabilität verhilft, Krankheiten oder disharmonische Bilder plötzlich besser werden, dann kommt der nächste Schritt. Will er eins kaufen, eins nicht kaufen oder will er es mieten? Wir haben das Glück, dass wir jetzt in der Lage sind, 51 Geräte zu vermieten. Da hat ein Investor uns die zur Verfügung gestellt, 51 Geräte. Wer will, kann sich bei uns melden. Wir vermieten es einfach mindestens auf 6 Monate. Weil wir immer wieder die Wartungen machen müssen am Gerät, die ganzen Prüfungen etc. Mhm. Obwohl das Gerät ja auch relativ fehlerfrei funktioniert. Also ich habe von Geräten gehört, die seit 10 Jahren in Gebrauch sind in Kliniken, ja. über 8 Stunden pro Tag laufen ja. und noch nie irgendein Problem hatten. Also das ist eine Einmalanschaffung und dann hat man es ein restliches Leben lang. Ist ja, das ist schon ja. so. Vorausgesetzt, man nimmt auch sauberes, reines Wasser oben rein, dann kann eigentlich überhaupt nichts mehr passieren. Das ist so, ja. Das heißt, man kann es entweder
einfach an den Atmungstankstellen probieren oder auch regelmäßig dort atmen gehen. Ja. Man kann es mieten über ein halbes Jahr oder auch länger, oder man kann es sich halt auch selber kaufen. So ist es, genau. Ja. Und ich meine, jeder ist aufgefordert, sich einen Beratungstermin machen zu lassen. Wir haben genügend Mitarbeiter, die gehen vor Ort zum Kunden heim, führen es vor, erklären ihm alles und gehen dann auch wieder. Wichtig ist einfach, dass die Informationen fließen. So wie wir heute da sind, muss es nachher auch in kleinen Rädchen weiter fließen. Das ist eine Volkskrankheit, haben wir heute gehört. Und wir haben möglicherweise den Schlüssel in den Händen, um etwas zu bewegen. Aber das bewegt sich nur, wenn die Bewegung aus dem Volk herauskommt. Zu warten, dass andere uns helfen, ist meiner Erachtens nicht der richtige Ansatz. Wir müssen was tun, um unsere Gesundheit zu bewahren. Und das fasziniert mich so, weil man ja wirklich nicht einmal viel Zeitaufwand hat. Also ich merke das gerade, ich meine, beim Autofahren oder zu Hause sitzen oder am Abend beim Fernseher steht es halt neben dem Sofa oder jetzt hier im Studio. Man kann die ganze Zeit nebenher sich etwas Gutes tun und seinem Körper Energie geben, ohne dafür die wertvolle Zeit, die eh zu kurz ist jeden Tag, also ich kenne das, mir geht immer die Zeit aus, ich denke einigen von Ihnen auch, einfach das täglich verwenden zu können. Und das ist einfach was Einmaliges, wo ich einfach sage, es ist sowas von hochgenial. Und hiermit müssen wir auch schon die Sendung beenden. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie beide gekommen sind. Vielen, vielen, vielen Gerne. Dank. Danke auch. Und ich hoffe, ich konnte den Zuschauern oder wir konnten den Zuschauerinnen und Zuschauern wirklich viel, viel Wissenswertes mitgeben. Und hiermit verabschiede ich mich von euch und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Auch ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Danke Manfred, danke Alexander, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf der Seite quantisana.ch könnt ihr herausfinden, an welchen Tankstellen ihr das Energy-Gerät einmal ausprobieren könnt. Allen voran Schloss Wartensee, der kleinste Kurort der Schweiz, wie wir gehört haben. Und wenn ihr das Gerät gleich kaufen wollt, das ist im Quantisana-Shop möglich. An dieser Stelle möchte ich mich verabschieden. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Quantisana TV.